Ich kann dir genug zahlen, um eine Passage auf einem anderen Schiff zu buchen. Hab Mitleid, ich helfe einer Frau und ihren Kindern dabei, ein besseres Leben zu Look suchen. Around. The dead fire is filled with misery, to say nothing of the gullet. Seh dich um, das Todesfeuer ist erfüllt von Elend, ganz abgesehen vom Schlund. Er dreht die Tasse, sodass der Riss an der Seite von ihm wegzeigt. Folks like you ain't helping. Have a heart. Or is it already dead in your chest? Leute wie du helfen nicht, hab doch ein Herz. Oder ist es bereits tot in deiner Brust? Mit einem höhischen Grinsen rüttet Zoti ihre Laterne und hebt so in die Höhe, als könnte sie die Seele aus seinem noch lebenden Körper saugen. Alos rascher Blick zeigt seine Zufriedenheit. I have oaths to keep. Perhaps that means little to you, but I am bound by them. Ich muss Eide einhalten. Vielleicht bedeutet das wenig, ich bin aber durch sie gebunden. Er wendet sich von Zoti ab und zu dir. What better life do you imagine for them in Rawatai? They will only trade one misery for another. Was für ein besseres Leben stellst du sie für die Rautai vor? Sie tauschen nur ein Elend gegen ein anderes ein. I have a contract to fulfill. Außerdem habe ich einen Vertrag zu erfüllen. Ja, ich kann dir genug zahlen, um eine Passage auf einem anderen Schiff zu buchen. Er sieht vor der Spielerei mit seiner Tasse lange auf, um dir ein bedenkliches Stirnrunzeln All ships leaving for Rawatai are laden with luminous Ardra and other rare goods. Mercenaries, even of our skill, do not rate so highly. Alle Schiffe, die nach Rautai fahren, sind vollgeladen mit leuchtendem Adra und anderen seltenen Gütern. Söldner, selbst mit unseren Fähigkeiten, werden nicht so hoch eingeschätzt. Ich denke darüber nach. Er zuckt mit den Schultern und lässt seine Tasse erneut kreisen. Okay, ich kann ihm ein Angebot machen. Ja. Ich habe Oron gesprochen, er scheint nicht bereit zu sein, seine Coin auf Sedusos Schiff aufzugeben. Gut, dem müsste ich 1200 Kupferstücke zahlen. Was müsste ich denn ihr zahlen eigentlich? What is your business with me? Ja. There's nothing I can do. Why do you bring this to me? Du bist Händler, oder? Ich bezahle dich dafür, dass du sie nimmst. I can take three more in the hold and no more. Oren and his crew have reserved the berths. That is assuming you have the coin. Ich kann drei weitere im Laderaum mitnehmen und keinen mehr. Oren und seine Mannschaft haben die Coin reserviert. Davon ausgehend, dass du die Münze hast, sie sieht dich prüfend an. Die Kinder sind klein, sicherlich kannst du mehr mitnehmen. Sie schütteln den Kopf. Ich werde bereits Frachtkisten zurücklassen müssen, um Platz für diese drei zu machen, plus Essen und Wasser für sie. Lass mich darüber nachdenken, wie du meinst. Was sagt denn meine Reputation? Ich bin immer noch nicht grausam und immer noch nicht zwielichtig. Ich bin noch ein bisschen aggressiv bereits. Weißt du was, scheiß drauf. Ja, ich erzähle den königlichen Todesfallgesellschaft nichts von deinen Aktivitäten hier, wenn du Bia und die Kinder mitnimmst. Sie zieht an ihrem Kragen und zieht sich um, ob jemand euch belauscht hat. I could take three more in the hold and no more. Oren and his crew have reserved the berths. Ja. Na gut, ich kann drei weitere im Laderaum mitnehmen, keinen weiteren mehr. Oren und seine Mannschaft haben die Kohlen reserviert. Nun gut. Was hat sich dadurch verändert? Nichts an den beiden hier. Allerdings habe ich immer noch nicht das geschafft, was ich schaffen wollte. Ja. Ich habe eine Überfahrt auf Captain Sedusos Schiff arrangiert. Bia muss die Kinder auf ihre bevorstehende Abreise vorbereiten. Ich konnte nicht eine Überfahrt für drei arrangieren, da Oro den restlichen Pass reserviert hat. Ja, Botaro den Münzbeutel. Okay, das ist nicht so ausgegangen, wie ich es gern gehabt hätte. Deswegen lade ich den Quicksave mal. Ich hole erstmal Oron da unten raus. Und dann, wenn es sein muss, bezahle ich die Goldpaktritter wirklich ihre 1200 Kupferstücke, damit sie die Kojen abtreten. Weil das ist der Goldpakt. Für die ist Geld und sind Gelder und Verträge mehr als alles andere.
Oren und sein Kompanion sind durch das Schiff. Gut, das heißt jetzt in die Altstadt runter. Ich habe da unten 12, wobei der Tag geht hier glaube ich länger. Mein Hauptproblem ist, dass ich ein bisschen angeschlagen bin. Oh Mist, ich wollte ja noch mit der Wirtin reden. Need something? Ja. Brauchst du etwas? Das will er sie auszeigen. Nah, sagt dir das hier etwas? No way. We've been over this before. Nee, nee, vergiss es. Das haben wir doch so gesprochen. Ja. Sie haben hier einen Pack. Wenn du es mir nicht sagst, werden die Mataro dein geringstes Problem sein. Ich wurde von der höchsten Autorität in Nekataka geschickt. Entweder du hilfst mir oder du gehörst zu den Angeklagten. Das ist deine Entscheidung. Lass uns das ein anderes Mal diskutieren. Ich suche nach dem Weg zur Graberstraße. Ich habe keine Zweifel, du wirst dort hervorragend hineinpassen. Zu diesem Ort hingelangen allerdings, das ist ein mächtig gefährliches Unterfangen, Frischgesicht. Aber ich vermute mal, das geht mich nichts an. You're dead set on dying, you'll find Delver's Row in the Narrows. Those twisty alleys carved into the mountain on the west side of the gullet. Wenn du todsicher bist, so sterben willst, dann findest du die Graberstraße in den Engen. Diesen verwinkelnden Gassen in den Berg hinein im Westen des Schlundes. Von dort musst du deinen eigenen Weg finden. Dereo wird mich heulen, wenn ich mehr sage. Wer ist Dereo? Wenn du lange genug im Schlund bleibst, wirst du es schon herausfinden. Ja. Niemand weiß, was Fiona weiß, außer dass sie dem Schlund gegenüber loyal ist. Die Leute ganz unten müssen zusammenhalten, um von denen da oben nicht erdrückt zu werden. Ah, ich verstehe, Frischling. Sie zwinkert ihr zu und lächelt mit hervorstehenden Zähnen. Werde ich dir sagen, wie du dorthin kommst, ohne getötet zu werden? Sie zwinkert. The first chance you get. Then keep going forward until you see a merchant stall. Look close. There's a secret hallway behind a curtain there. Nimm die erste Abzweigung nach rechts, dann weiter geradeaus, bis du einen Verkaufsstand siehst. Sieh genau hin, hinter einem Vorhang dort befindet sich ein geheimer Gang. Das ist der Eingang. I'm sure I don't need to tell you this, but all the same, you'd best watch yourself in Delver's Row. The crooks there will kill you just as soon as cheat you out of everything you own. Ich bin sicher, ich muss dir nicht extra sagen, aber wie dem auch sei. Du solltest in der Graberstraße gut auf dich aufpassen. Die Garner dort werden dich genauso schnell töten, wie sie dich um dein Hab und Gut betrügen. Wenn Dereo dich nicht zuvor bereits kalt macht. Nicken. Brauchst du etwas? Leb wohl. Gut, das heißt, wir haben die Graberstraße. Und die Handelsbedingungen. Nee, das waren nicht die Handelsbedingungen, sondern das war hier oben. Geschäftsgeheimnisse haben wir aktualisiert. Ja. Dereo, der Magier, hat einem Anschein nach in der Graberstraße das Sagen. Ihm näher zu kommen, könnte mir dabei helfen, zu verstehen, wie der Schwarzmarkt funktioniert. Ich konnte in Erfahrung bringen, dass die Graberstraße irgendwo in der Enge ist. Ein Tunnelsystem Westen des Schlundes. Inui erzählte mir, dass jemand im Loch, im Schlund, vielleicht wissen könnte, wie ich zur Graberstraße gelange. Um die Graberstraße zu finden, muss ich die Enge betreten, rechts gehen und dann geradeaus, bis ich die Händlerbude sehe. Der Eingang zur Graberstraße ist durch die Bude verdeckt. Die Graberstraße. Ich habe erfahren, dass die Graberstraße über eine geheime Gasse erreicht werden kann. Die Gasse ist hinter einem Vorhang in einem Marktstand in der Enge versteckt. Die Enge ist ein Gewirr aus unterirdischen Straßen, die mit der westlichen Grenze des Schlundes verbunden sind. Ja, und alle an Bord. Jetzt muss ich erstmal die arme Wurst da aus der untoten Hinrichtungsstation
rausholen. Oder wenigstens sein Geld, damit ich damit bezahlen kann. Ja, das ist noch gut soweit. Es gibt doch nichts Schöneres, als im Dunkeln nach da unten zu fahren. Ja. Ein klappriger Metallkäfig schwimmte über einem Abgrund. Der stinkende Wind von unten Bausteine Kleider und aus den Tiefen hat ein fernes Geschrei und Gebrüll nach oben. Aus dieser Entfernung kannst du jedoch keine Einzelheiten erkennen. Nach unten fahren. Du steigst in den schaukelnden Käfig, die Türen schlagen zu und mit dem Gerassel von Ketten beginnt deine Fahrt nach unten. Als deine Augen sich an die Dunkelheit erwöhnen, erkennst du zerbröckelte Ruinen und Schatten, die zwischen ihnen flackern. Metall ächzt und der Käfig bleibt stehen. Mal sehen, wie groß das Gebiet hier unten ist und wie viele Ruinenteile ich durchforsten muss, um den zu finden. Und natürlich noch mehr zu finden. Vielleicht finde ich noch weitere Überlebende, die ich wieder hochbringen kann. City beneath the city beneath the city. Each layer of Nekataka is more pungent than the last. Eine Stadt unter einer Stadt. Jede Schicht von Nekataka ist überriechender als die letzte. Ja. Also ein schöner Ort ist das hier schon mal nicht. Oh, wir sind erkrankt. Wir sollten also nicht unbedingt ständig durch das Gift durchgehen. Ja gut, Dargule und Ghule sind jetzt nie... Oh, der Rottgast hinter uns, der ist ein Problem. Der Rottgast, der könnte echt ein Problem sein. Feuerschild... Verleiht Verbündeten im Übungsbereich die Situation schnell und einsichtig. Wir schütteln eine rollende Wasserwehr auf, die Eis in dem Weg durchflügt und Fruchtschaden zufügt und betäubt. Ah, das wird auch Alof treffen. Okay, den hat es zerfetzt. Jetzt ist doch der Dargul hier vorne ein Problem. Und das war der Dargul. Jede Menge Gefäßfleisch und gestandenen Fleisch. It will be so. Goldopel liegen hier oben. Okay, wir können hier durchgehen und da unten geht's noch weiter runter. Wasserfälle halten in der Ferne unter dir wieder. Kriegsbeil. I'd be glad to. Verseuchter Rottgast, das ist auch nicht gerade praktisch. Das war ein Rottgast. Keep it down. Indeed.
Was sagt die Karte? Die Karte sagt mir, ich sollte mir erst mal die Leiche hier angucken. So, der Rottgast ist weg. Hier lag ein Bein. Mit Azata-Muscheln, okay. What can I do? Absolutely. Die Leiche wurde von zahlreichen klauen Zähnen über zugerichtet. Eine Wolke von Essenz schwebt über ihr. Du erkennst die Leiche als die von Butaro, der Mann, der vorhin vor deinen Augen aus dem Schutt hinabgelassen wurde. Die Überreste seiner Seele pulsieren voller Dringlichkeit, seine Seele lesen. Du bereitest dich auf den inzwischen vertrauten Ruck vor und spürst, wie du in eine seiner Erinnerungen hineingezogen wirst. Du wirst in Richtung des Käfigs gezerrt, aber dein Blick ist weder auf den Käfig gerichtet noch auf die Dunkelheit darunter. Bald wird es für dich nichts anderes mehr geben. Aufseher Hitenga hält die markierte Münze, das Sulnet, und sieht dich böse an. Du hast bereits versucht, alles zu erklären, doch ergebens, er weiß genau, woher du das Sulnet hast. Er steckt es in seine Tasche. Stattdessen richtet sich dein Blick auf Pia, die hinter dem Wacht steht. Ebenso zornig wie untröstlich. Da ist etwas, das du ihr unbedingt sagen musst, aber sie ist so weit weg und verschwindet immer weiter.